Die EZB hebt zum zweiten Mal in Folge den Leitzins um 75 Basispunkte an und dennoch fällt der Euro und vor allem fallen die Renditen. Was sagt uns das, meine Damen und Herren? Meine Antwort darauf lautet, wir haben es mit einer dovischen Zinsanhebung zu tun, die ankündigt, dass in Sachen Notenbanken bald etwas passiert, nämlich, dass die Zinsen aufhören zu steigen. Das gilt zunächst mal in erster Linie für die amerikanische Notenbank Fed, der die EZB ja hinterher hecheln muss, damit die Zinsunterschiede nicht so groß sind. Und dann wird auch die EZB wahrscheinlich irgendwann sagen, nun ja Kinder, lasst mal stecken, warten wir doch erstmal ab. Die Wirtschaft, die kühlt so stark ab. Wir wollen erstmal warten, bis unsere Zinsanhebungen wirklich wirksam werden. Das dauert ja eine kleine Zeit lang und dementsprechend mache ich mir heute diesen Reim auf die Reaktion der Märkte. Und dafür habe ich ein paar Gründe, meine Damen und Herren, und die will ich Ihnen zeigen. Zunächst mal sehen wir hier diesen Hike um 75 Basispunkte. Gleichzeitig sagt Frau Lagarde, ja, wir werden wahrscheinlich im vierten Quartal noch deutlicher abkühlen mit der Wirtschaft, was erklärt, warum man die Zinsen anhebt in eine Depression hinein. Inzwischen sagen böse Zungen zur ECB, wie es ja auf Englisch heißt, European Clueless Bank, ahnungslose Bank, und das gilt ganz besonders hervorragend für Frau Lagarde, die heute wieder vom Teleprompter abgelesen hat, dass es eine Freude war. Man merkt, sie ist überhaupt nicht trittsicher, sie wiederholt schablonenhaft solche Formulierungen wie eine, die ich Ihnen gleich zeigen werde, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, nach DDR riecht, nach so einem Slogan, Propagandaslogan aus der DDR, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir, dass hier in der Kommunikation der EZB sich etwas verändert hat und das halte ich für sehr bedeutsam. Schauen wir uns nämlich mal einen Vergleich an zwischen den Texten, die EZB rausgegeben hat, nämlich den Statements der EZB bei der letzten Sitzung, 8. September. Da hieß es nämlich in Sachen Zinsanhebungen over the next several meetings. Bei den nächsten einigen Sitzungen wolle man die Zinsen anheben. Davon war heute keine Rede mehr. Lagarde hat ein bisschen davon geredet, aber lasst Lagarde ruhig reden, denkt man sich wahrscheinlich bei den Leuten innerhalb der EZB, die wenigstens ein bisschen Ahnung haben. Stattdessen finden wir hier diese Formulierung, diese sozialistisch geprägte Formulierung. Wir haben substanziellen Fortschritt gemacht in withdrawing monetary policy accommodation. Also wir haben substanzielle Fortschritte gemacht im Rückzug der Ultralagarde Geldpolitik, könnte man das sagen. Diese Formel hat auch Lagarde immer wieder wie auswendig gelernt auf Fragen aufgesagt, wenn Journalisten da gefragt haben. Und das heißt nichts anderes aus meiner Sicht. Naja, wir haben schon eine große Strecke unserer Zinsanhebungen hinter uns, liebe Kinder. So viel wird da nicht mehr kommen. Deswegen entfällt nämlich diese Wendung over the next several meetings. Die ist plötzlich weg und das ist immer hochinteressant, wenn Sie sich die Texte anschauen. Dann spüren Sie, dann merken Sie, dann analysieren Sie, was da zwischen den Zeilen passiert. Dann können Sie ein Stück weit in die Köpfe derjenigen hineinschauen, die da praktisch diese Entscheidungen treffen. Und die EZB ist ja, wie Holger Cepic gezeigt hat und ich heute Morgen schon im Video hatte, die einzige Notenbank, die im Grunde ihre Bilanzsumme nicht reduziert hat. Und jetzt kommt der zweite Punkt dieser dovischen Zinsanhebung. Man hat nämlich seitens der EZB kommuniziert, so hat es zumindest Frau Lagarde erstmal gemacht, ja, wir haben gar nicht über Bilanzreduzierung gesprochen bei der heutigen Sitzung. Darüber werden wir uns dann im Dezember unterhalten, hatte die gute Christine gesagt. Und dann hat die EZB wenig später ein Statement gegeben und hat gesagt, ja okay, selbst wenn wir uns im Dezember auf eine Bilanzreduzierung einigen würden, haben wir nicht vor zu sagen, wann diese Bilanzreduzierung beginnt. Das riecht so ein bisschen nach Kafka, das Schloss, der Prozess. Sie kennen vielleicht diese rätselhaften Dinge, wo man sich nicht ganz erklären kann, was da eigentlich passiert. Und hier ist es auch. Also selbst wenn wir uns auf etwas einigen, sagen wir nicht, wann es losgeht. Das hat Grandezza, das ist der wirklich große
Kommunikationssequenzen, das heißt mit anderen Worten, wir verschieben die Bilanzreduzierung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und gucken vorher erstmal, wie sich Schalaje entwickelt, bevor wir dann mal so einen radikalen Schritt machen, könnte man aus Sicht der EZB sagen. Denn die EZB hat natürlich ein Problem, sie will nicht, dass die Renditen steigen, vor allem für die italienische Anleihen. Und genau das würde passieren, wenn man jetzt die Bilanzsumme reduziert, dann müsste man dieses TPI, dieses Transmission Protection Instrument aktivieren, also italienische Anleihen kaufen, im Gegenzug deutsche verkaufen. Das will man aber nicht, weil damit würde man Frau Meloni direkt ein bisschen Geld zuschieben, zumindest die Kreditbedingungen deutlich erleichtern, und das ist derzeit nicht so opportun bei den doch eher Diversity-orientierten EZB-Mitgliedern. Dementsprechend versucht man das irgendwie zu vermeiden, und die Märkte haben dieses Signal verstanden. Erstens Next Several Meetings, zweitens Bilanzsumme, und ja, wir haben natürlich auch gute Gründe dafür zu sagen, dass da einiges Ungemach gerade auch in Sachen Energie auf uns zukommt. Selbst wenn wir uns die Gaspreise mal anschauen, die ja sehr, sehr stark gefallen sind, nämlich die Spotpreise, also das, was praktisch jetzt unmittelbar gehandelt wird. Wenn wir uns aber mal die Forward Prices anschauen, also Futures, die gehandelt werden, nämlich die handeln die Erwartung, wie die Preise dann in fernerer Zukunft liegen, dann sehen wir, dass etwa die 3-Year-Ahead-Prices, das ist hier orange in dieser Grafik, wie Robin Brooks zeigt, dass die nicht wirklich gefallen sind. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass die Energiepreise hoch bleiben. Das dürfte die Wirtschaft weiter abwürgen, hält auf der anderen Seite aber auch den Inflationsdruck relativ hoch. Dennoch sehen wir, und das ist ja eigentlich kaum erklärbar, wenn wir es hier mit einer Zinskeule der EZB zu tun gehabt hätten, dass etwa die deutsche Bundesanleihe 16 Basispunkte verliert und erstmals seit Anfang Oktober wieder unter der Marke von 2% handelt. In UK sehen wir, dass es deutlich runtergeht, liegt auch an Sunak. Wir sehen aber auch Frankreich minus 19 und wir sehen vor allem Italien minus 32. Man hat also die Botschaften verstanden, was gemeint ist mit hier Bilanzsumme, schauen wir mal, liebe Kinder, und ob wir auf den nächsten Sitzungen wirklich die Zinsen nochmal so deutlich anheben, das sehen wir dann. Wir sehen die 10-jährige US-Staatsanleihe deutlich unter der Marke von 4%, kürzlich waren wir da noch bei 4,3%. Und die EZB hat noch ein anderes Thema, meine Damen und Herren. Dieses Thema heißt Collateral, heißt Sicherheitshinterlegung, eines der zentralen Mechanismen an den Finanzmärkten, denn die Finanzmärkte jagen Sicherheiten hinterher, die ein AAA-Rating haben, und das sind zum Beispiel deutsche Bundesanleihen, denn allzu viele findet man nicht mehr auf diesem Planeten, die ein AAA haben. Die kann man als Sicherheit hinterlegen, die gelten als extrem werthaltig, und jetzt sehen wir aber, dass die Money Market Instruments da ziemliche Prämien aufrufen, wenn man eben nicht German Bonds, AAA gerated, irgendwie als Sicherheit bieten kann, dann muss man viel mehr Sicherheiten bieten. All das bedeutet, dass der Stress im System groß ist, und das wird auch einigen Herrschaften, jetzt mal abgesehen von Frau Lagarde, vielleicht aufgefallen sein. Davon ist schwer auszugehen. Und dieser Stress, den sehen wir gleich noch woanders. Zunächst mal mit dem Euro. Der ist ziemlich deutlich gefallen in Reaktion auf, wie ich finde, diese dovische Zinsanhebung. Natürlich ist es vielleicht auch so, wie Andreas Deno Larsen zeigt, dass man da ein Stück weit auch die Wachstumsperspektiven mit einpreist. Aber eins ist ja klar, die Wachstumsperspektiven waren ja gestern nicht viel besser für die Eurozone, und heute fällt der Euro so deutlich, weil die EZB die Zinsen anhebt. Nein, er fällt, weil die dovische Zinsanhebung passiert ist. Aus meiner Sicht geht wieder deutlich unter die Parität. Und in welcher ziemlich bescheidenen Lage unsere Europäische Notenbank ist. Wir hatten gestern vor drei Tagen die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. 44,1, hier deutliche Schrumpfung, also heute sehen wir eine Zinsanhebung von 75 Basispunkten. Jeder soll jetzt, so dieser Tweet von Andreas Deno Larsen, seine Hand heben und sagen, es ist eine gute Idee, die Zinsen anzuheben in eine ziemlich dicke Rezession hinein. Die EZB ist halt ziemlich spät dran, und dieser Downturn, dieser Abschwung, der wird durch die EZB noch beschleunigt.
beschleunigt und es wird dann politisches Theater geben. Meloni und auch Macron haben sich schon in Stellung gebracht und beginnen schon zu schießen. Und diese Schüsse hat man im Frankfurter EZB-Tower offenkundig donnern gehört und versucht also schon ein bisschen zurückzurudern. Das ist meine Erklärung auf das, was da gerade abläuft, und das bei einer Notenbank, die ja noch die gesamte erste Jahreshälfte Liquidität ins System geschüttet hat, und das bei einer solchen Inflation, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Warum steigt eigentlich der DAX bei dieser großen Zinsanhebung? Wir kriegen total schlechte Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft, BASF wandert teilweise ab, Linde verzieht sich aus dem DAX, wir haben katastrophale Wirtschaftsdaten, aber der DAX steigt und steigt jetzt über ein Falling Wedge Pattern, was als bullische Geschichte gesehen werden kann. Ja, da könnte man sich fragen, ja, was passiert da? Antizipiert man da möglicherweise, dass bald Schluss ist mit diesen Zinsanhebungen, zumal eben wie angesprochen der Stress im System ziemlich groß ist. Wir sehen hier Credit Suisse muss mal eben Verluste von 4 Milliarden eingestehen, Kapitalerhöhung, Aktie minus 15%, jetzt ist da plötzlich die Saudi National Bank mit dabei, die praktisch unterstützt wird von dem Pensionsfonds aus Saudi-Arabien, und die nehmen jetzt immer größere Anteile, erinnern Sie sich vielleicht an die Geschichte da mit Lehman Brothers, als ja auch die Rede davon war, ja, wir kauften da, da war Barclays im Gespräch, die haben dann gesagt, nee, lass mal stecken, die Saudis sagen, okay, wir kaufen, man ist also da zutraulich, dass das Ganze irgendwie noch gerettet werden kann. Das also zur EZB, zur Eurozone. Jetzt kommen wir in die USA, meine Damen und Herren. Und da hatten wir ja vorgestern Mr. Brown von den Demokraten, der Vorsitzende des Banking-Komitees innerhalb des Senates. Eine wichtige, einflussreiche Persönlichkeit. Und die hat an Herrn Powell einen Brief geschrieben. Und wir dürfen nicht vergessen, dieser Senat beaufsichtigt die Fed. Das heißt, der Beaufsichtiger schreibt praktisch einen Brief an Powell und sagt, bitte lass das jetzt mal mit den Zinsanhebungen, denn du zerschießt uns den Arbeitsmarkt und wirst Millionen von Amerikanern arbeitslos machen. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Das wäre in etwa so, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender an den CEO eines Unternehmens schreibt und sagt, bitte unterlass das jetzt, was du da vorhast. Das ist schon ziemlich heftig. Und jetzt der nächste Demokrat, Hickenlooper, heißt dieser Mann, der auch jetzt hier Druck macht und sagt, Paul, stop hiking rates, das zerschießt unsere Wirtschaft. Der Druck also aus den Demokraten, von den US-Demokraten, die ja regieren, wird immer größer. Man fürchtet wohl ein Debakel bei den Zwischenwahlen. Auf der einen Seite, man vermutet aber vielleicht auch, dass die nächsten Arbeitsmarktdaten ziemlich hässlich werden. Dementsprechend versucht man da jetzt schon vorzubeugen. Und eins dürfen wir nicht vergessen, Paul ist ja nur aufgrund der, wie soll ich sagen, kräftigen Ansprache von Joe Biden letztendlich dazu gekommen, hier plötzlich die Inflation in den Fokus zu rücken und deren Bekämpfung als absolute Priorität zu deklarieren. Hier sehen wir das. Hier vermutet wird, haben die vielleicht schon Ahnung, wie die nächsten Arbeitsmarktdaten ausfallen, die Demokraten. Vielleicht ein ziemliches Desaster kann Biden natürlich jetzt nicht wirklich gebrauchen, so kurz vor den Zwischenwahlen. Die kommen ja dann nächste Woche, nächsten Freitag, die Daten. Und hier sehen wir mal die Fed Terminal Rate Expectations heute deutlich nach unten gegangen. Das sind also die Erwartungen, wo der Gipfel bei den Zinsen sein wird. Und auch dann deutlich die Rate Cuts Expectations, auch deutlich hier in die Richtung gelaufen, dass die Fed dann die Zinsen deutlicher wieder senken muss. Deswegen auch der Anstieg der Renditen. Und wir sehen hier eben bei diesen Renditen, dass jetzt etwa 60% der Zinskurven in den USA invertiert sind, vor allem die dreimonatige und die zehnjährige Staatsanleihe. Erklärtermaßen das Barometer oder das Fieberthermometer für eine kommende Rezession, hat die Fed immer wieder gesagt, ja, wenn das passiert, dann würden wir diese Geschichte mit der Rezession ernst nehmen. Jetzt ist es passiert, jetzt muss man das ernst nehmen. Und das, obwohl wir heute ja nochmal optisch der hübsche
Konjunkturdaten aus den USA gesehen haben, nämlich das BIP mit plus 2,6% sogar besser als erwartet, 2,4%. Aber wenn wir jetzt mal hinter die Kulissen schauen, dann sehen wir, aus einem einzigen Grund ist die amerikanische Wirtschaft gewachsen, weil das Handelsbilanzdefizit sich deutlich verringert hat, die Exporte sind gestiegen, die Importe sind gefallen. Exporte sind gestiegen, weil die Amerikaner vor allem uns natürlich schön teures Fracking-Gas verkauft haben. Das, was Donald Trump immer wollte, hat man unter Biden jetzt irgendwie geschafft. Und das fließt dann positiv in die Wirtschaftsberechnung ein. Also nur aufgrund eines geringeren Handelsbilanzdefizits ist die amerikanische Wirtschaft gewachsen. Das ist kein Zeichen von Stärke eigentlich, sondern letztendlich, naja, so ein bisschen Kosmetik könnte man sagen. Das ist anderen auch aufgefallen. Da wird gefragt, ja, ist diese Number accurate? Stimmt diese Zahl? Ich denke, sie stimmt, aber es erklärt sich eben letztendlich durch diese Handelsbilanzdefizitreduzierung. Das ist der einzige Grund, wie es wirklich um die Wirtschaft in den USA steht, das wissen am besten die Führungskräfte innerhalb von Firmen, die CEOs, die also Firmen leiten. Und hier sehen wir, dass die CEO-Confidence, also das Vertrauen, die Zuversicht von CEOs geringer ist als auf dem Tiefpunkt der Finanzkrise. Und das ist ja eine self-fulfilling prophecy. Was mache ich, wenn ich extrem pessimistisch für die Zukunft bin? Dann investiere ich nicht mehr, dann stelle ich keine Leute ein, dann entlasse ich sogar eher Leute. Und dann versuche ich sozusagen wie eine Schildkröte mich in den Panzer zurückzuziehen, und das ist also sozusagen ein Wirkmechanismus einer selbsterfüllenden Prophezeiung, davon ist auszugehen. Und das alles wird ja offenkundig bestätigt durch die Berichtssaison, gerade bei den Tech-Unternehmen. Microsoft, geringere PC-Nachfrage, Alphabet, geringere Ausgabe von Werbetreibenden. Gestern dann das Desaster mit Meta. Die Zahlen waren eigentlich ganz gut, aber man hat gewarnt vor dem, was da kommt. Hier in Sachen Umsätze könnte es sehr, sehr schwierig werden. Deswegen sehen wir, wie die Meta-Aktie teilweise heute unter 100 Dollar gefallen ist. Damit hat Meta jetzt alleine mal seit gestrigem Schlusskurs, also kurz vor Verkündung der Zahlen, 85 Milliarden an Marktkapitalisierung verloren. Mark Zuckerberg mal eben 70 Milliarden verloren alleine in diesem Jahr. Pech gehabt, da ein, zwei Milliarden werden ihm schon noch bleiben. Und hier sehen wir diesen desaströsen Verlauf der Meta-Aktie, über 380 Dollar gewesen im Sommer 2021 jetzt. Kämpft man mit der 100er Marke bei Meta in dem Chat von Capital.com. Und gehen wir mal weiter. Jetzt kommt ja dann 22.30 Uhr, kommt Apple. Das wird natürlich extremst wichtig. Die marktschwerste Aktie an der Wall Street. Wir haben dann 22.05 Uhr Amazon. Auch das wird natürlich sehr wichtig. Wir werden darüber berichten bei finanzmarktwelt.de. Meine Damen und Herren, schauen Sie da unbedingt rein. Ein Hoffnungszeichen für Apple könnte sein, dass zwar die Smartphone-Shipments in China gefallen sind um 11%, aber Apple sogar hier zulegen konnte laut der chinesischen Daten. Vielleicht kann das Apple ausbailen. Wir werden sehen. Auch da ist natürlich Vorsicht geboten. Vorsicht ist jetzt geboten, vor allem bei Tech-Aktien. Diese Story ist vorbei. Mit Tech ist praktisch unendlich wachsend. Wir sehen, dass die Tech-Unternehmen wahnsinnig viele Leute eingestellt haben, aber die Fundamentals, also praktisch die Fundamentaldaten, geben das nicht her, deswegen werden die bald Leute entlassen, und zwar in großem Maßstab. Und das wird dann als Signal gesehen, dass es mit der Wirtschaft bergab geht, dann wird die Arbeitslosigkeit deutlich steigen, und das wissen auch die US-Senatoren, die ich vorhin angesprochen habe. Und so schließt sich der Kreis. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, nein, drei genauer gesagt. Wer gewinnt in diesem Spiel? Es sind die großen Konzerne tendenziell, die kleinen kämpfen ums Überleben. Daniel Stelter sagt, ja, da könnte eigentlich Herr Lindner etwas tun, aber der hat zu lange stillgehalten, auch in Sachen Energiekrise. Erst ganz am Schluss ist er ein bisschen aktiver geworden. Interessanter Artikel, der zeigt, wer die Opfer sind und wer letztendlich überlebt. Dann zweiter Artikel, den ich empfehlen möchte, Immobilien nach Leitzinserhöhung nicht mehr bezahlbar. Hochinteressant, welche Einfluss hat das auch für die Immobilien? Zweite Empfehlung, wie gesagt. Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, ein Fremdtext eines absoluten Kenners, der den grünen Traum auseinanderpflückte. Wir könnten ganz schnell auf alternative Energien umsteigen. Wir müssen die nur ausbauen, dann wird alles gut. Das wird nicht funktionieren. Wie hier gezeigt wird, der gute Mann sagte, Physik hat kein Parteibuch. Großartiger Satz.
Aber manche Parteibücher haben Ideologien, die dann über die Realität ein bisschen hinwegsehen. Deswegen werde ich in diesem Text, den ich Ihnen dringend empfehle, wenn Sie wissen wollen, was wirklich los ist in Sachen Energie, hier mal mit verlinken. Und abschließend noch zwei Bemerkungen. Ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die mir heute sehr nett gratuliert haben. Ich konnte nicht alle beantworten. Nochmal ganz herzlichen Dank. Erster Hinweis. Zweiter Hinweis. Finden Sie die Videos zu lange? Wenn ja, dann mache ich sie kürzer. Manche sagen, mir raucht der Kopf von dem Fugmann. Machen wir mal kürzer, weniger ist vielleicht mehr. Also da wäre ich sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Drei Artikelempfehlungen plus die Frage, ist es zu lang, was ich da mache? Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.